Das größte Atomkraftwerk Europas, das liegt ja in der Nähe eben dieser Stadt Saporischschja und ist aktuell von den Russen besetzt. Präsident Zelensky spricht von einer nuklearen Gefahr. Wie gefährlich ist die Lage Ihrer Meinung nach dort? Ja, sie ist natürlich dann gefährlich, wenn sich die Kämpfe übertragen auf das Gelände dieses Atomkraftwerkes. Wenn dort zum Beispiel Artillerie steht und von dort aus geschossen wird und Artillerieschläge dann dagegen gesetzt werden, dann muss man wissen, dass Artilleriefeuer in der Regel Flächenfeuer ist und nicht so gezielt auf einzelne Gebäude konzentriert werden kann. Und in diesem Flächenfeuer kann es immer mal auch Fehlschüsse geben, also Schüsse, die außerhalb der geplanten Feuerfelder dann runtergehen. Und darin liegt auch tatsächlich die Gefahr, dass man zumindest die Peripherie, ich sage jetzt nicht die Reaktoren, aber die technische Peripherie dieses Kraftwerks damit auch trifft und damit auch die Operation des Kraftwerks im Grunde genommen unmöglich macht. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb die letzten Reaktoren schon runtergefahren worden sind. Oberst AD Wolfgang Richter, Sicherheitsexperte, ganz herzlichen Dank Ihnen für all diese Einschätzungen und Erläuterungen. Danke vielmals, Frau Lewinsky. Hat euch der Bericht gefallen? Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.